Schon als Neunjährige musste die heute 15-jährige Akpene aus Togo jeden Morgen um 4 Uhr aufstehen und mit anderen Mädchen zur Wasserstelle gehen. In der Trockenzeit waren es bis zu 1,5 Kilometer zur besten und saubersten Quelle. Aber auch diese war mit Pestiziden und Mikroben verschmutzt. Eine andere Wahl gab es nicht. Besseres Wasser kann man hier nicht finden. Die anderen Quellen sind noch schlimmer. Das gibt nichts als Krankheiten. Wenn ich mein Enkelkind wusch, wusste ich genau, wie schmutzig das Wasser war. Man sah sogar die einzelnen Partikel im Wasser. Eine Stunde ging Akpene von der Quelle zurück, mit 25 Litern Wasser auf dem Kopf. Oft kam sie zu spät zur Schule. Die harte körperliche Arbeit setzte ihr zu. Wenn ich in der Schule ankam, war ich so müde, dass ich nicht mehr arbeiten konnte. Viele Kinder waren wegen des schlechten Wassers chronisch krank. Die Häufigkeit von Durchfall, Entzündungen und Fieber alarmierte den lokalen Arzt. Es gab Kinder, bei denen konnten wir bis zu 5 verschiedene Parasiten aufs Mal finden. Solche Fälle haben uns motiviert, die Hygienebedingungen der Bevölkerung zu verbessern. Auf Initiative des Arztes wurde 2011 ein Trinkwassersystem aufgebaut, unterstützt von Yamane Schweiz und der Glückskette. Seither sind gewisse Parasitenarten bei den Kindern verschwunden. Akpene hat jetzt mehr Zeit zum Lernen. Ihre Leistungen werden besser und sie kann Zukunftspläne schmieden. Ich möchte Journalistin werden. Vorerst muss sie ihrer Mutter beim Schneidern helfen. Trotzdem, der Teenager ist durch den Wasserhahn ein Stück freier geworden. Ich bin sehr froh, weil der Wasserhahn genau hinter unserem Haus ist. Jetzt kann ich bis zu 7 Mal Wasser holen.